Auf einmal fängt das Teelicht an, sich zu entflammen. Ohne etwas zuzutun. Das habe ich noch nie gesehen. Guck mal das an. So können Brände entstehen. Wird immer schlimmer. Das brennt jetzt schon 2, 3 Minuten so. Ganz normales Teelicht. Guck dir mal das an. Ich bin neugierig, wie lange das anhält. So entstehen Brände, wenn man Teelicht brennen lässt. Und da braucht nur in der Nähe was sein, was Brennbares, und das Haus brennt ab. Jetzt bin ich neugierig, wie lange das anhält. Und wie sich das weiterentwickelt. Weil ich immer sage, man lässt nie eine Kerze, die irgendwas unbeaufsichtigt. Es sind schon viele Häuser abgebrannt. Wie lange das brennt, ist ein ganz normales Teelicht. Wie ist das möglich? Ist kein Wachs mehr drinnen, kein Docht? Da ist gar nichts mehr drinnen. Normales Teelichtlein. Das brennt jetzt circa über 3,5 Minuten schon so. Und dann natürlich erwärmt sich alles rundherum und wird heiß. Und wenn man da keine Schale untergelegt hat, und dann wird ja alles heiß, dann brennt das Haus ab oder die Wohnung. Sollte eine Warnung sein an alle, die ein Teelichtlein hinstellen, ach, das ist ja so harmlos, da passiert ja nichts, da kann nichts passieren. Doch, das habe ich das erste Mal gesehen, dass ein Teelicht, obwohl das es abgebrannt ist, so entflammt. Glaubt ihr keiner, dass das so lange brennt? Natürlich ist ja rundherum eine Hitzeentwicklung da, ne? Naja, will ich einmal eine liebe Helga mal zeigen, weil sie immer meint, überall muss ein Teelicht stehen. Auch wenn wir zu Bett gehen, brennen die Teelichter. Sonst muss ja das Wachs einmal weg sein. Jetzt fängst du noch einmal an. Das glaubt ja gar keiner, dass das ein Teelicht ist, ein kleines. Naja, bin ich froh, dass ich das einmal erlebt habe und filmen konnte. Sollte jedem eine Warnung sein. Nie eine Kerze unbeaufsichtigt irgendwo stehen lassen. Wenn es irgendwo Gegenstand in der Nähe ist, ein brennbarer, wird heiß und schon ist es passiert. Sind das schon über 5 Minuten? Hört überhaupt nicht auf? Das glaubt ja gar keiner. So, ich lasse den Film so lange laufen, bis das ausgeht. Somit will ich das beweisen, wie gefährlich offene Flammen sind, egal wenn sie noch so klein und harmlos sind. Sollte allen eine Warnung sein. Unterhalb ist ein Teelicht, das brennt normal, und oben ist ein Teelicht darüber, und das brennt jetzt ohne Docht. Voll entflammt im Alukörper des Teelichts. Hört nicht mehr auf. Ja, das ist aber sehr interessant. Jetzt schauen wir mal das Lichtchen an, was so harmlos ist angeblich.
Alles so harmloser Teelicht oder egal was. Och ja, da kann nichts passieren, von wegen. Und was für eine Kraft noch? Sind es schon weit über 7,5 Minuten? Noch immer voll entflammt. Und das entwickelte natürlich auch Wärme rundherum, ne? Wenn das jetzt auf dem Tisch stehen würde, ohne große Unterlage, wird das, die Tischdecke anfangen zu schmelzen und wird sich etwas entfachen, das Feuer. Also bevor der Film anfing, waren da schon 2 Minuten, wo es so gebrannt hat. Gewaltig, hätte ich nie gedacht. Das habe ich noch nie erlebt. Ganz ein hundsgemeines kleines Teelicht entwickelt solche Kraft. Ich vermute, dass jetzt der Körper ziemlich heiß ist, rundherum, und dass er immer noch Nahrung findet durch die Hitze. Ich weiß nicht, wo das Feuer sich noch ernährt. Es muss ja gar kein Wachs mehr drin sein. Leider kann ich das nicht besser filmen, dass man innen reinschauen kann. Ich sehe es hier schon mit dem Auge, wie es aussieht. Es ist gar kein Wachs mehr zu sehen bald. Ich sehe nichts. Und wie hoch das zwinkelt hier. Hört ihr das an? Wie hoch das zwinkelt. Da braucht nur irgendwas in die Nähe sein. Ach, jetzt sind es schon. Ist so viel Zeit verlaufen, läuft und brennt noch immer. Ja, das werde ich einmal. Meine Lieben, liebe Helga zeigen, weil die meint, es muss überall Teelicht rumstehen und brennen, auch nachts ohne Aufsicht. Das ist der beste Beweis, dass ich mit meiner Angst vor offenem Feuer immer wieder sage, kein offenes Feuer, wenn es nicht beaufsichtigt ist, wird. Und jetzt scheint es allmählich runterzugehen. Ne? Jetzt ist alles weg. Jetzt scheint es allmählich zu verlöschen. So, das sind jetzt über 10 Minuten hat das so gebrannt. Ein Wahnsinn, ne? Und jetzt verlöscht es allmählich. Nicht auszudenken, was da passieren kann. Seht ihr? Interessant, nicht?